Du kannst hier, aber ist doch, es weißt ist du, doch, also hier, bei perfekte dir. Höhe, ja? Hier so sein, ja? Hier in dieser Rille kannst du so sein. Es ist super. Hier kannst du in der Mitte sein, alle um dich rum. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen heute, wie Malestar, Mia, Julia, yay, wohnt. Ey, boah, wie Schlagerstars haben wir das moderiert. Meine Lieben, wir sind jetzt hochgekommen bei Mia, Julia. Wie groß du bist. Nicht nur ich. Kommt mit dem Fahrstuhl, man fährt mit dem Fahrstuhl direkt in die Butze. Ja, direkt in die Butze. Da unten steht nur Pfand, da haben wir gerade diskutiert. Ja, weißt du, er wollte schon, das ist wie bei den Asozialen, weil nein, wir waren nie zu Hause und haben dann immer neu bestellt. Dann hat Flaschenpost die Pfand nicht abgeholt, die haben einfach gesagt nein und dann wurde es immer mehr. Du hast hier, du trinkst gern Spezi. Ja, ich liebe Spezi. Das ist ja dein Malle-Hit, oder? Also da, das war so mein erster, das war 2015. Ja. Kam das? Nee. Doch. Wirklich? 2014 waren wir bei Big Brother und 2015 ist der dann rausgekommen. Wie war Big Brother damals für dich? Wichtig, nicht wichtig in der Karriere? War auf jeden Fall ein Dosenöffner. Hier ist ein Gäste-WC. Gehst du hier eher Kacki machen? Mädchen machen kein Kacki. Ah, Mädchen machen kein Kacki? Nein, Mädchen machen kein Kacki. Okay, hab ich das auch gelernt. Aber so habe ich mir das vorgestellt. So, ja, so sitzt man. Ach, du benutzt es nie? Nein. Ich bin hier tatsächlich selten. Also, wir haben noch im Büro eins und dann bei mir hinten noch eins. Ach, guck mal, die Electric Callboys, die sind mal bei uns im Kiosk aufgetreten. Super Typen. Ja, die sind süß. Genau. Was ist da so drin? Echt jetzt? Na, eben, vielleicht ist es ja irgendwas Spannendes. Uninteressant. Jacken, ach, Jacken und Schuhe, das interessiert wirklich und nicht. Schal und hier mein Sauferhau. Schuhe, eine Rümpelkammer. Welche Schuhgröße hast du? 36. Oh, können wir für die Fußfans mal deine Füße aufnehmen, wenn du schon barfuß rumläufst? Warte, wenn die sauber sind? Ja, direkt ein paar Klicks mehr. Das ist das Wohnzimmer und das da hinten ist das Schmollzimmer. Was ist das Schmollzimmer? Ja, wenn man schmollt, dann kann man auf die kleine Couch rübergehen und dann ist einer hier und einer schmollt. Zankt ihr euch oft? Nein. Aber was doch, ist denn das also, für eine Gangbang-Couch? Ja, du sagst es, das ist die Gangbang-Couch. Deswegen die ich Größe. Ich glaube, du hast eine große Klappe, hier war noch nie ein Gangbang drauf. Ich stehe jetzt mal wieder auf. Also du kannst jetzt so, warum hast du nicht so Zeug da? Also ich meine, ich mache die ja immer sauber und so, aber irgendwo in welchen Ritzen ist bestimmt noch was übrig, ja? Ich muss sagen, warte, das bringe ich her. So habe ich euch optisch kennengelernt. Das muss man ein bisschen abstauben hier. Peter ist ja auf einmal der Einöhige geworden, aber so seid ihr damals aus. Ja. Plus minus paar Jahre. Plus minus, ja, das ist ungefähr 14 Jahre her. Boah, Marzahn lässt grüßen. Mhm. Wie alt warst du denn da? Minderjährig auf jeden Fall. Ah, hättest du sie so angesprochen? Nein! Nein! Ich war 17. Nein! Doch, ich war 17. Das war das erste Shooting eigentlich so ein bisschen freizügiger für meinen Ex-Freund damals. Wer, wie heißt der? Sagen wir den Namen? Ich muss gerade überlegen. Das haben wir Erotik Award 2010. Genau, das war mein erster Award. Ist das der Venus Award oder war das irgendwas anderes? Nee, das ist bei der Venus dieser Aerofame. Weißt du, diese Nebenveranstaltung da? Ja. Der von den Fans gewählt wurde. Das ist nicht der einzig wahre. Erotik Lounge, das war so ein Dingens von Fans auch, zum Voting. Was haben wir denn hier? Platz 2, der Beste vom Besten 2012, Palmstrandradio. Ja. Also das ist so ein bisschen der Oscar der Musikpreise, nee, oder? Nee, ist es nicht, aber das war einer der ersten, darum habe ich den nicht weggeschmissen, das war ein Geschenk. Was ist hier, Peter und... Das war ein Geschenk, okay, das war alles Geschenke. Das ist zur Hochzeit ein Geschenk gewesen. Oh, das ist aber ein schönes. Ja. 30.05.2009. Sollte mal abstauben, ja. Nee, achte du das. Dann ja, 3 Millionen Award. Quadratmeter haben aber keine Putzfrau, wa? Nee, tatsächlich nicht, ich habe keine Putzfrau. Warum nicht? Weil ich das nicht mag, wenn jemand so mit meinen Sachen rumwühlt. Machen wir aber gerade auch. Ja, aber da schaue ich jetzt, was du anfasst und dann kann ich die Finger wegschlagen. Ah, okay. Der hässlichste Schrank auf Erden, ne? Ich wollte eigentlich so einen schönen, begehbaren Schrank, aber ich habe es nie hingekriegt und jetzt ist das so richtig ramschmäßig. Was gehört denn Peter? Die Ecke hier und der Rest hier? Das hier ist Peter und das hier ist Peter. Der Rest ist alles meins und die andere Hälfte liegt auf Mallorca. Wir haben jetzt eine riesen Couch hier und du hast auf der Couch einen, sehe ich gerade. Ja, das ist der beste überhaupt. Den habe ich auch selbst. Wenn ich jetzt Peter wäre, wäre ich ein bisschen traurig nach dieser Aussage. Aber ja, aber Peter kann da drüber stehen, weil seiner ist nicht ganz so dick. Nicht ganz so dick. Und halt auch nicht so flauschig. Und vor allen Dingen hat er eine Vorhaut. Er hat halt wirklich. Das müssen wir alles pixeln. Das werden wir niemals Vorhaut. Auf YouTube Warum? Zeigen. Das ist doch ein Kuscheltier. Ja, nee, das ist mir mein Kanal nicht wert, wegen einem Kuscheltierpenis, den du in der Hand hast und dir an den Mund hältst, meinen Kanal zu verlieren. Was willst du noch sehen? Es ist echt nicht so spektakulär. Wo ist denn der Kühlschrank? Was ist da, was? Aber da ist nichts drin, weil wir waren ja nicht da. Red Bull. Wir haben jetzt vorhin gerade bei Pepper. Flink Getränke und bestellt Spezi. Für euch. Und Spezi. Ah! Und hier unten Pizza? Da ist halt schon. Gefrorenes. Ja.
Wie es halt meistens unter dem Kühlschrank ist. Kannst du kochen? Kommt drauf an, was. Ich kann aber eher backen. Aber könntest du mir jetzt so ein schönes Schnitzel mit Bratkartoffeln machen? Schnitzel geht tatsächlich. Nein. Schnitzel geht tatsächlich. Ist doch nicht schlimm, wenn du es nicht kannst. Weil ich aus Bayern komme. Darum wie Schnitzel krieg ich hin. Bist du eigentlich? Du bist hier überall. Das bin ich nicht. Ich habe erst ein Bild von Peter gesehen. Der Peter hängt mich überall hin. Überall. Und ich hängt find's der Peter unangenehm. Dich auch hier manchmal hin? Ja. Nee, eher unsere Gäste. Peter ist nicht so der mich dominiert. Das ist so. Nee, das ist für die Oberschenkel. Also, dann hängst du die Kopf über. Das hier ist extra auf meine Größe, wenn ich High Heels anhabe. Passe ich hier perfekt rein. Okay. Das hier ist für die Oberschenkel und das hier ist für meine Füße, also für hier so. Das ist für meinen Mund, damit ich die Fresse halte. Das ist für meinen Hals, damit kann man mich durch den Boden, über den Boden schleifen. Und darauf stehst du alles? Ja, wenn es der richtige Spielpartner ist. Wie wird man denn der richtige Spielpartner? Ja, für so ein Spiel muss es schon dominant sein, weil sonst... Du hörst jetzt auf mich! Schau, mit dir würde es zum Beispiel nicht gehen. Warum? Ja? Weil du nur Faxen machst und ich würde einfach die ganze Zeit diesen Ball auskotzen und vor Lachen. Und jetzt habt ihr einfach hier in der Ecke dann nochmal eine Schatztruhe? Ja, da ist mein Sexspielzeug drin. Da ist ein Sexspielzeug? Ja, aber die ist nicht aufgeräumt. Da ist doch niemals sein... Doch, also andere, andere haben eine Kiste, ich weiß, ich habe eine Truhe. Das Ding ist, ich hasse sie, weil es riecht immer so eklig nach... diesem Gummizeug. Krass! Die müssen wir komplett pixeln. Ist das dieses Bumsgerät? Ja, das ist die F-Maschine. Wie ist die so? Tatsächlich gar nicht schlecht. Wirklich? Ich mag den hier gerne. Was ist an dem so toll? Na, der knallt halt. Also den kannst du da kannst du drauf sitzen, Fernsehen schauen und dann kommst du halt irgendwann. Wie lange? So. Sorry, ich muss so... Multipler Orgasmus kannst du machen, wie lange du willst. Wie lange nutzt du das denn? Weiß ich nicht, wie lange ich kommen kann. Bestimmt ein Orgasmus, viele Stunden. Wirklich? So lange? Ja, ein multipler Orgasmus halt. Ja, kenne ich. Übrigens hast du hier was ganz Wertvolles. Das sind unsere Speisekarten aus unserem Restaurant vor wie vielen Jahren? Shooters. 14, 15 Jahre. Erinnert mich an irgendeine Marke aus den USA. Nee, das ist Hooters. Wir haben uns nachgemacht. Das ist Hooters. Das ist die Speisekarte gewesen. Richtig geil. Aber sorry, alleine schon dieser Burger. Der, dieses nein, Bild vom Burger, hässlich. Warum der Laden nicht das geklappt ist. Das ist hässlich. Nein, das ist hässlich. Unsere Burger waren so groß, so dick und wirklich, wir waren jeden Tag, man es war erkennt richtig aber los. Schon von damals zu heute eine Präferenz bei den Bildern. Siehst du? Warum hast du damals nicht sie mit drauf gemacht? Das ist, weil ich da noch kein Mensch war, der interessant war. Siehst du, hätte man heute schon gar nicht mehr so nennen dürfen. Ja. Mhm. Gott sei Dank. Ball und lauter solche Dinger. Was war der Ball war, warte. Das weiß ich nicht mehr. Jägermeister, Blue Carousel und Red Bull. Okay. Also und wir. Hot also lauter perverse Namen. Da wusste man schon, wir kommen aus dem Swingerleben. Hier, wer hat damals gesagt, ey, lass zum ersten Mal swingen gehen? Du? Ich. Warst du direkt dabei oder hast du gedacht? Nee, also sie hatte mir irgendwann mal erzählt, dass sie ihr erstes Mal mit einer Frau hatte, sie würde gerne wieder mal. So, und dann gesagt, das ist ja blöd. Ja, dann gehen wir mal, dann gehen wir mal ins Fingerclub. Dann haben wir noch so eine irgendwie schlechte, kein Hate, aber so eine wirklich schlechte RTL-Doku gesehen über den Swingerclub. Und so, und dann haben wir gesagt, so machen wir das. Hat sie mich gefragt, warst du schon mal? Ich habe gesagt, ja, ich war mit meiner Ex schon mal. Und dann hat gesagt, ja, warum machst du das mit mir nicht? Ich so, ja, lass uns mal ein bisschen länger zusammen sein, mal gucken. Okay. Und dann hat sie jede Woche nachgehakt und wollte immer wieder da rein. Ja, und dann sind wir da reingegangen und dann war es, seitdem sind wir da hängen geblieben. Okay. Swinger for life. Wie ist es mit Eifersucht? Also wenn Peter eine andere hops nimmt oder also so? Wir sind sehr eifersüchtige Menschen, wenn uns jemand was wegnehmen will. Aber im Sex nimmt dir keiner was weg. Ja. Das ist nachher bleibt alles ja da. Du nimmst es ja nicht mit nach also Hause. Wir sind beide sehr eifersüchtig und ich würde diesen Menschen, und das ist meine Familie und das Wichtigste in meinem Leben, würde ich... nicht teilen. Das Ding ist ja, ich bin ja kein Radiergummi, weißt du, es nutzt sich ja nicht ab, es ist ja trotzdem noch da, es ist ja einfach nur Spaß. Und also Herz ist Herz und Spiel ist Spiel und das unterscheiden wir einfach krass. Wie viele Leute schreiben dir, hey, ich will mitzwingern? Viele, aber die haben natürlich keine Chance. Wenn ich das jetzt so sehe, das Badezimmer habe ich gesehen, jetzt kommt noch Schlafzimmer. Wie viele Quadratmeter sind es? 209. 209, natürlich braucht man zu zweit. Das ist ja wichtig. Besonders das war aus Versehen. Und das ja, Ding aus Versehen ist, nein, das Ding ist, ich hatte die Couch schon. Also wir hatten die Couch schon. Welches armes Umzugsunternehmen musst du das ja, hertragen? Tut mir auch leid, aber wir haben sehr viel Trinkgeld gegeben. Kann schon gut warte, okay. Also. 290 mal rechnen. Diese Couch. Jetzt zahlt mindestens zwischen 4.000 und 5.000 Euro Miete. Über Miete redet man nicht. Also mehr. Okay, ist die Couch von... Nein, aber... Napoleon und sehr viel wert? Nein, aber die ist einfach zum Spaß haben perfekt. Du kannst hier... Aber ist doch... Weißt ist du schon, also hier ist bei perfekte dir. Höhe, ja? Du kannst hier so sein, ja? Du kannst hier in dieser Rille, kannst du so sein. Es ist super. Hier kannst du in der Mitte sein, alle um dich rum. Es ist überragend. Es ist die Couch überhaupt. Aber habt ihr wirklich so eine... Event hier?
Ja, und wenn nicht, ist es auch schön, mal Platz zu haben. Okay, so und jetzt, hier geht's ab. Das ist die Bettwäsche? Das ist die Bettwäsche. Ja, ich hab ja, hallo, das ist der Prototyp. Wenn du das siehst, sagst du das cool? Nee, ich mach das, wenn ich dann schlafe, werde ich es wahrscheinlich wieder abziehen. Peter darf mit mir schlafen, wobei, wenn ich schlafe, habe ich die Augen zu. Nein, ich find's schon cool, weil sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Was meinst du, wie viele nutzen das Kissen dann für was anderes? Ja, ich hoffe, viele. Du, also ich kenne ja viele Damen, die sagen, ich will nicht, dass die Leute damit da noch reinmachen oder... Nein, die sollen mich ruhig zweckentfremden. Ich meine, das ist doch super. Warum habt ihr hier eine Kamera? Nur so? Ja. Für, Webcam? Machst du Webcam? Nee, es ist eher, wenn irgendwas hier drin passiert und Peter chillt im anderen Raum. Und schaut zu. Also falls gebumst wird mit jemand anders und du willst drüben gucken, ob alles rund ist. Ja. Nee, nicht nur Kontrolletti, sondern auch zum Vergnügen. Ach, okay. Aber es Vibe Sharing. Also sorry, wenn jetzt Ron beletzt und ich sagen, bei mir hast du Bock. Dann muss ich entscheiden. Ron und ich? Okay, ja, nicht so. Danke. Ron weiß ich nicht. Ah, okay, aber ich wäre schnell drin. Ah, okay. Und hier ist direkt ein Badezimmer. Ja. Aber keine Toilette oder doch? Doch, um die Ecke. Also, aber du kannst. Ach, Frauen machen ja keinen Kacke. Nee, deswegen wir machen nur klein. Okay, aber das ist ja schick. Bist du eher es baden oder duschen? Dusche. Fällt dir was auf? Also jeden Morgen, weißt du, ich putze mir die Zähne. Spuck. Guten Morgen, Berlin. Und schau aus dem Fenster. Wo ist der Spiegel? Schön, warum hast du keinen Spiegel? Es ist einfach hier. Es ist aber eine schöne Wohnung. So wohnt Malista Mia Julia. Ja. Bist du zufrieden mit der Wohnung? Ist schon okay. Bist du traurig, dass du Miete zahlst und nicht abzahlst? Ich würde gerne was Eigenes haben, aber... Nicht in Berlin. Ich glaube nicht in Berlin. Ich bin halt echt so ein bisschen, ich brauche ein bisschen mehr Grün. Das ist mir zu, wenn ich da rausgehe, ist es halt Stadt. Ja. Und das überfordert mich manchmal ein bisschen. Das war's aus Mias Wohnung. Ihr könnt sie ja mal bewerten und die Miete raten. Oder schreiben, ob ihr schon auf dem Sofa wart, weil da waren wohl schon einige Leute. Waren auch Promis? Das will ich dir nicht erzählen. Ja? Würde ich nicht Orgi erzählen. Orgi, okay. Orgi saß überall. Ist ja aber kein Geheimnis, weil das ist ja alles dokumentiert. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf YouTube, auf Instagram, TikTok und Link zum Album in der Videobeschreibung. Runterladen, hören. Und Dankeschön. Spotify. Überall. Ja, das ist ja. Folgt mir einfach bei Instagram. Tschö. Das ist sozusagen genau mein Kasten, wo ich reinfahre. Nicht ganz so das, ja, Sportlichste, aber... Naja, Platz ist wichtig und Einfachheit. Dein Vater dann jedes Mal dich mit einem Rollstuhl reinbuckeln müsste, würde er sich auch bedanken. Ja.